Es gibt die Guten und die Anderen, wie überall auf der Welt. Und ich werde mich nicht damit abfinden und mich unterwerfen. Du hast die Rolle des Mannes gespielt. Oh Gott. Möchtest du noch mal anfangen? Aber gern. Ich werde mich nicht damit abfinden und mich unterwerfen. Entschuldigung, Chef, Ihre Frau ist auf Leitung 2. Was mich interessiert, das sind richtige Rollen. Und auf meinem Konto sind nur noch 83 Dollar. Ich glaube, ich kann meine Gasrechnung nicht bezahlen. Hallo Ruth, da gibt's ein Casting. Sie suchen unkonventionelle Frauen. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich habe an dich gedacht. Hallo Ladies, ich bin Sam Sylvia. Das ist Glow. Entschuldigung, was ist Glow? Die großartigen Ladies des Wrestling. Suchen Sie Schauspieler, die Wrestler spielen? Oder sind wir die Wrestler? Na los! Ja. Du weißt, wie mir zumute ist. Meine Fresse. Scheiß Schauspielerin. Ladies, ich stelle euch jetzt den neuen Star von Glow vor. Debbie Egan. Sind Sie wahnsinnig? Wieso ist die hier? Sie ist das Alpha-Tier und du das Omega. Unterwirf dich. Sie könnte dich töten. Sebastian Howard, unser Produzent. Das ist meine erste Hollywood-Party. Krass, da sind Drogen in dem Roboter. Danke. Beim Wrestling geht es um Charaktere. Sie ist ein heißes Party-Girl. Sie ist orientalisch. Du meinst Stereotyp. Ja, bingo, genau. Du, eine schwarze Dicke. Was war das bitte? Ich verstehe schon, Frauen, die wrestlen. Frauen können alles tun, was Männer auch tun. Bla, bla, bla. Wie sah das aus? Ich hab Gänsehaut. Ja, und das mit Recht. Wir sind wie Pam Grier mal zwei, die Heldinnen. Du willst, dass wir die Show durchziehen? Das ist die einzige Möglichkeit, wo ich das tun kann, was ich möchte. Respekt bekomme ich auch hier. Wir haben nur noch 5 Wochen Zeit für das Projekt. Ich meine, das alles kann entweder schäbig aussehen oder gewaltig. Also lass uns groß denken. Blut. Titten. Gute Geschichten. Gute Geschichten. Es geht hier um Gerechtigkeit. Ich verschenke doch nicht so einfach, was mir gehört. Ladies and Gentlemen, ich präsentiere die großartigen Ladies des Wrestling!